bisher das Dynamischste, was ich jemals gefahren habe. Also, wir fanden R8 schon beeindruckend, aber das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Und wenn man dann das erste Mal komplett durchdrückt, das ist schon, hört man brutal den Motor hinter sich und drückt seinen ordentlich in die Sitze. Ist schon vergleichbar mit einem Flugzeugstart. Also im Sport sind wir auch immer recht flott unterwegs und am Limit. Und es ist auch, ja, ist mal toll, das mit den Autos auch auszuprobieren hier auf einer Rennstrecke, wo man einfach die eine oder andere Grenzerfahrung machen kann, ein bisschen experimentieren kann und einfach ans Limit gehen.